Guten Morgen, Leute. Tag 10, glaube ich, ne? Tag 10 haben wir heute. Wir sitzen hier am... Ich habe den Namen auch schon wieder von diesem Gebirge da vergessen. Irgendwie so einen ganz besonderen Namen hat das. Wir haben uns ja gestern hier den Weinberg hier hochgekämpft. Alter! Was ist das denn? Da oben ist der Zeltplatz drauf. Auf der einen Spitze, da. Auf den Zeltplatz haben wir jetzt die Nacht verbracht, haben alles auch schon wieder eingepackt. Es soll heute bis zu 30 Grad werden, die nächsten Tage auch. Hier gibt es noch so ein paar Reste, man muss alles verwerten, ne? Brotkrümel mit ein bisschen Ketchup drin. Hm. Für heute ist unser Ziel Trient oder Triento oder wie die das hier nennen. Und da werden wir heute einen alten Bekannten wieder treffen, und zwar den Tim. Der ein oder andere, der schon ein bisschen länger dabei ist, wird vielleicht Bescheid wissen. Geiles Wetter, ich denke oder ich hoffe, jetzt geht's das, was wir gestern hochgefahren sind, wieder runter. Das wäre natürlich geil. Dann sind es ungefähr 80 Kilometer bis zum Bahnhof in Triento. Und dann sehen wir mal weiter, wo wir heute Abend schlafen. Neue Kraft ist da, ich hab Bock, Paul hat auch Bock. Paul hat auch Bock. Ich würde sagen, let's go! Das war mal eben der Weg von gestern, den wir eine Stunde hochgeschoben haben in 5 Minuten. Alter, macht runter eindeutig mehr Spaß. Leute. Wir machen hier gerade mal eine kleine Pause, denn wir haben heute echt extrem viel Zeit. Tim treffen wir so um 19 Uhr in Trient am Bahnhof. Und wir haben es jetzt 12, es sind noch 50 Kilometer. Die Strecke vor Sterzing bis jetzt ist echt die schönste Fahrradstrecke, die ich jemals gefahren bin. Durchgehend einfach nur richtig, richtig geile Fahrradwege. Echt separiert auch von der Straße. Man kann so geil fahren, habe ich noch nie gesehen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung an diesen Fahrradweg hier zwischen Sterzing und Trient. Mal schauen, wie weiter noch geht. Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause, lassen heute ganz entspannt angehen das Ganze und sitzen hier jetzt an diesem herrlichen Fluss, der auch schon kilometerlang, der begleitet uns auch schon seit gestern, ja. Echt richtig geil. Und Bombenwetter heute. Wir sitzen hier gerade an so einem Restaurant und haben uns was zu essen bestellt. Und Paul sagte einmal zu mir, in Italien darf man niemals in einem Restaurant Brot annehmen, weil die das einem extra berechnen oder irgendwann es nicht bestellt hat. So. Jedenfalls. Ich sag einfach gar nichts. Haben wir gerade Brot an den Tisch bekommen. Das kostet jetzt bestimmt 10 Euro. Hier so 4 Aufbackbrötchen. Alter, wenn das 10 Euro kostet, ich renne weg. Ich melde mich. Ich lass mein Fahrrad hier. Gönnung. Leute, ich packe an der Stelle einmal die Kamera aus. Wir haben Probleme. Ganz arge Probleme. Wir haben jetzt mal so ein bisschen durchgerechnet. Wir sind halt jetzt kurz vor Trient oder Trento, holen heute Abend Tim ab. Wir sitzen jetzt schon die ganze Zeit, haben vorhin gemütlich was gegessen, weil wir halt heute nur, in Anführungsstrichen, 70 Kilometer vor uns hatten und wie gesagt, heute Abend dann Tim abholen. Jetzt haben wir mal durchgerechnet, wie viele Kilometer wir am Tag fahren müssen, um in der Zeit bis nach Rom zu kommen, ne? So, wir haben jetzt schon einberechnet, dass wir 2 Nächte am Gardasee verbringen werden und müssten danach pro Tag knapp 35 Kilometer schaffen. Dann wären wir am 23. in Rom. Das heißt, wir sind viel zu früh da, weil wir fahren ja nicht nur 35 Kilometer am Tag. Selbst wenn wir schieben.
Selbst wenn wir schieben. Also wirklich, das hätte ich und Paul hätte es auch niemals gedacht, dass wir das irgendwie so schnell durchrocken jetzt. Also selbst wenn wir, wie gesagt, einen Platten kriegen und schieben müssen, schaffen wir das noch. Ja. 35 Kilometer kann man am Tag auch laufen. Normal ist es nicht. Normal ist es wirklich nicht. Mal schauen, wie es weitergeht. Gleich holen wir erstmal Tim ab. Haben wir auch noch 2 Stunden. Die schlagen wir uns jetzt noch irgendwie gemütlich um die Ohren. Aber es ist ja auch mal schön, sich auszuruhen, ne? Ja, definitiv. Das ist wunderbar. Ist wie Urlaub. Leute, wir sehen uns. Dankeschön. Bitte. Leute, wo sind wir hier gerade? Ja, wo soll ich anfangen überhaupt? Tim ist mit am Start jetzt. Mahlzeit, hi. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch vom Hexenstieg. Und das ist unser Apartment für heute Abend. Es ist ein bisschen was schiefgegangen. Ja, wo fange ich an? Also, Tim kam quasi aus dem Bus mit seinem Fahrrad voller Euphorie und voller Freude. Und wir wollten gerade losfahren. Und er tritt einmal in die Pedale und knack! Liegt die Kette auf dem Boden. Ja, jetzt haben wir natürlich Sonntagabend. Kein Fahrradladen hat auf, hier kann man sich auch schlecht verständigen. Die Leute können kein Deutsch, Englisch, auch nur so gebrochen. Und deswegen sind wir hier jetzt in so einem Hostel. Da werden wir heute Abend bleiben. Dann werden wir morgen ein Fahrradgeschäft aufsuchen, das Ding reparieren lassen und dann geht's weiter Richtung Gardasee. Ja. Ja, aber ist doch auch mal ganz schön, ein richtiges Bett. Also schlecht ist es nicht. Kleine Roomtour hier, ja. Wir haben ganz viele Betten für uns. Mal gucken, ich wechsle heute mal ein bisschen durch. Von da nach da, von da nach da. Und wir haben sogar ein kleines Badezimmer. Sieht auch eigentlich ganz... Ja, ist in Ordnung. Es ist nicht teuer. 20 Euro für jeden, 25. Um genau zu sein, mit Frühstück morgen. Mal gucken, was uns da erwartet. Und jetzt muss ich euch natürlich auch nochmal hier unsere kleine Dachterrasse zeigen. Ja, es regnet. Aber ich gehe mal kurz raus. Hier. Also ist aber noch schön warm, echt. Es regnet, es soll ein bisschen gewittern heute. Und das ist hier quasi unsere kleine Dachterrasse. Ja, unsere Aussicht. Italienisches Flair. Ich war noch nie in Italien. Ist auf jeden Fall echt cool. In dem Sinne, bis morgen früh. Haut rein! Boah, hier stinkt es richtig eklig drin. Nach Füßen, ne? Bah! Einmal die Schuhe ausgezogen. Bah. Das ist schon eklig. Ja. Guten Morgen, Leute. Tag 11 hier aus Trient in Italien. Ist ein bisschen laut, da unten ist die Straße. Herrliches Wetter wieder. Und ja, wir haben schon gefrühstückt, alles zusammengeräumt. Ja, gleich werden wir einen Fahrradladen aufsuchen müssen. Eventuell hat der Fahrradladen erst ab 15 Uhr auf. Dann hätten wir ein großes Problem, denn, was heißt ein großes Problem? Dann könnten wir erst nach 15 Uhr losfahren. Das wäre natürlich blöd, weil wir wollen heute noch zum Gardasee. Sind noch ungefähr 85 Kilometer von hier. Wie auch immer. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ich melde mich zwischendurch. Geiles Wetter, ich hab Bock. Gleich gehen wir noch was einkaufen und dann geht's los. Let's go! Leute! Tim hat die Kette selber repariert, Problem gelöst. Jetzt geht's weiter! Der erste Regen nach 11 Tagen. Wir warten eben hier in diesem kleinen Unterstand, den wir gerade gefunden haben. Kleine Pause, eben was essen. Und da hinten sieht es ja schon wieder besser aus. Leute, wir sind angekommen am Gardasee, 90 Kilometer heute geradelt. Und ja, was soll ich sagen, wir sind hier auf dem Zeltplatz, halt direkt am Gardasee. Und das gibt es morgen ein bisschen genauer zu sehen. Haben uns hier aufgebaut, ja, mein Zelt, das Zelt von Tim.
erstmal drumherum filmen. Das Zelt von Paul, kennt er ja alles. Und naja, wir waren gerade einkaufen bei Familia und ich sag nur eins, geht niemals hungrig einkaufen. Ich drehe einfach mal die Kamera. Das ist einfach so ein Haufen da, ey. Hier unsere Getränke für heute Abend. Ein bisschen was zu essen hier, zu grillen, ne? Vegetarisch alles. Und naja, wir haben uns gedacht, ganz ehrlich, warum nicht einfach mal gut gehen lassen. Paul und ich, wir sind jetzt seit 11 Tagen unterwegs. Über 1100 Kilometer, ich kann gar nicht mehr reden. Das ist jetzt die Belohnung. Gefahren und das ist jetzt die Belohnung dafür. Nudelsalat machen wir uns selber. Bisschen Mozzarella, Gurke, Gewürz. Da kommen die Nudeln. Och, Mayo kommt auch noch gleich rein. Burger machen wir uns selber, Leute. Ja, wir lassen es uns heute wirklich mal ein bisschen besser auch gehen, ne? Also ein bisschen besser als gut. Und wir